Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Play Memoria. Ich weiß gerade nicht mehr so genau, wo wir stehen geblieben sind. Oh, mein Menü geht auf, dankeschön. Questlog, macht Licht im Forum. Ach so, genau. Meine Idee war ja, den Kopf oder die Augen zumindest irgendwie da durch das Loch zu werfen. Aber ich krieg die nicht ab. Oder raus, oder wie auch immer. Gucken wir nochmal durch. So, Dunkelheit. Dunkelheit, Dunkelheit, Dunkelheit. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Machen wir das eben nochmal schnell. So. So, was haben wir denn hier? Dunkelheit. Dunkelheit, Dunkelheit. Hey, Ja. Hilfe! Ich bin hier eingesperrt. Hilfe, Rachwan! Wenn du noch am Leben bist, zeig dich! Der Verkina scheint euch nicht sonderlich zu mögen, Prinzessin. Wahrscheinlich ist er tot. Oder er hat euch im Stich gelassen. Der ist abgehauen. So, Ringhalterung, da musst du auch noch irgendwas zu sagen haben. Können wir vielleicht mit dem Stab das Ding da rausholen oder so? Das führt doch zu nichts. Ach so, mit dem Zauber. Ringhalterer. Das ist wohl nicht magisch genug. Gut. Ja, wie kommen wir an die glühenden Augen? Klebriger Dolch. Kann man die vielleicht einfach mit der Watte einpacken, dann mit dem Verband? Dann nicht Au. Verdammt, wollte ich der gerade Stoff ist sagen. Zu empfindlich. Er ist sofort verbrannt. Okay, das scheint aber ein guter Ansatz zu sein. Das ist gerade nicht. Ach Mann. So. Ja. Das ist gerade nicht mehr nötig. Okay, mit Alkohol also nicht. Der Stoff ist zu empfindlich. Mit dem Dolch? Ich kann den Verband problemlos von Hand zerreißen. Nein. Was ist denn da noch drin? Was haben wir denn hier noch, was wir klicken können? Ach Gott. Wächterreste, Lochkette. Kann man die Kette nehmen? Nehmen die Kette. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Räucherschale. Kann das man die ist kein nehmen? Gutes Opfer. Ach so. Erst riss ich mir die Hand auf. Dann weckte ich einen Dämon. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. So, jetzt nochmal die Kette, wenn wir keinen Verband in der Hand haben. Nimm Kette. Nein, das ist es nicht. Ach so, der hat die Kette schon. Oh, kann ich die da reinhängen? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Was ist denn noch mit dem Magier jetzt? Er ist tot. Ja, kannst du dem noch die irgendwas Glieder wegnehmen? Die Glieder des Lichtes haben ihn elendig erdrückt. Also wir brauchen irgendwas, womit wir den Verband so machen können, dass der nicht direkt verbrennt. Aber mit was? Was haben wir denn hier noch? Ringhalterung, Haken. Wächterreste. Ach so, kann der vielleicht. Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Möchte ja gerne, dass der vielleicht seinen Kopf da durchsteckt oder so. Glühende Augen. Okay. Wächterreste. Ja, aber ich verstehe nicht, warum der nicht aufsteht. Nur weil er kaputt ist? Marun hatte die. Jetzt weiß ich auch woher. Oh
Auf ihrer Innenseite sind Schriftzeichen. Was muss ich tun, um ihre Macht zu wecken? Geht tief in euch. Was ist das Grausamste, was euch je angetan wurde? Man hat mich verraten und gedemütigt. Erinnert ihr euch an das Gesicht desjenigen, der euch das antat? Ja. Schaut ihm tief in die Augen und Shazam! Wo auch immer er ist, er hat nun Schluck auf. Ich bin deine Spielchen satt. Es war doch nur Spaß. Sagte ich nicht schon, dass ich nicht weiß, was die Maske macht? Ich habe eine vage Erinnerung, aber mehr auch nicht. Ich werde es schon noch herausfinden. Was ist denn, wenn ich die dem Typen wieder aufsetze? Geht das? Nein. Dem... Ach! Vielleicht können wir das dem Wächter die aufsetzen. Sie wirkt nur auf Menschen. Nee. Dem Magier? Kann die Maske Tote erwecken? Meine Liebe, ich und die Maske, wir kennen uns gut. Aber so gut? Du hast keine Ahnung, was sie kann. Nein. Sie ist Feuerschalen, sie selber geht wohl nicht. So, wir brauchen im Vorraum Licht. Ja, kann man da jetzt besser durchgucken vielleicht? Oh, ich... Oh. Das war ja schon wieder zu einfach. Felswand. Das führt doch zu nichts. Jetzt können wir hier durchgucken und... Ach, kann er den Wächter oder so vielleicht jetzt? So. Bei ihm funktioniert der Zauber nicht. Er war der einzige Steinriese in den Hallen mit einem eigenen Willen. Mit ihm konntest du deine Spielchen also nicht treiben. Oh, vielleicht mit dem Wächter, das hab ich nicht gesagt. Sagt der vielleicht? Was soll er tun, Herren? Felswand kaputt machen. What? Noch mehr. Okay. Ist das eine Feuerschale oder was ist das? Feuerschale. Da brauche ich keine Feuerschale. Säulengang. So, zack, wirf die rüber. Ja! So. Zurück. Gucken. Vielleicht kommen wir jetzt weiter. So. Da ist die Feuerschale. Jawohl. So. Ja, wir haben Licht. So, was liegt da? Ein... Ach, das Käferbein der Tür. Okay. Dann nehmen wir doch mal weg. Mir doch noch mal den Wächter, der hier vorne liegt. Wächter. Der soll bitte. Ich fürchte, das Bein liegt für ihn genau außer Reichweite. Och, komm schon. Kann er sich selber befreien? Nochmal. 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 Kann er sich irgendwie. Was ich, Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Nein, das hätte er nicht verdient. So, das Bein liegt genau außer Reichweite. Huch! So, probieren wir mal. Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Ach, warum ist er denn schon wieder eingepennt? So, kann ich dem jetzt irgendwie hier den... Der Weg der Willkür... Nein! Oh! Na gut, ich komme auf jeden Fall nicht an das Käferbein ran. So, kann ich das mit dem Stab vielleicht jetzt erreichen? Wenn ich das Bein mir etwas näher lege. Können wir jetzt vielleicht die Kette irgendwie nehmen? Damit der... Mach doch die Kette ab! Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Sie ist bereits im Loch.
Ja, aber vielleicht will ich die ja da raus haben. Also wir kommen nicht dran an das Bein, der Wächter auch nicht. Sollen wir vielleicht einfach noch mal ein bisschen mit dem Dickwächter hier rumkloppen oder so? Dass dann keine Ahnung, was passiert. Die Säule vielleicht weggeht. Arm. Oh, wieder nicht gesehen. Jawohl, kommen wir da jetzt dran? Ich komme immer noch nicht heran. Och, kommst du da mit dem Stab oder so dran? Der Stab hat genau die richtige Länge. Ich nehme das als Kompliment. Aber in seiner jetzigen Form ist er als Kescher völlig ungeeignet. Okay. Mit Erinnerst du Maske? dich inzwischen an ihre Macht? Moment, da ist etwas. Nein, nein, ich fürchte, ich habe alles vergessen. Nein. Ich Mit der darf jetzt nicht den Schale? Kopf Nein. verlieren. Wir brauchen den Haken. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Oder die Schale, die Räucherschale. Erst riss ich mir die Hand auf, dann weckte ich einen Dämon. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. Jetzt haben wir Licht, jetzt ist das Käferbein nah und wir kommen nicht ran. Ach, vielleicht den klebrigen Der Dolch Weg dran der machen. Willkür ist nicht mein Weg. Dann bind das da Ich dran kann oder den so. Verband problemlos von Hand zerreißen. Du sollst das an den Stab kleben. Davon brauche ich kein Stück. Nein. Doch. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. So, Stab ist lang genug. Er kann den aber nicht keschern. Wo soll ich denn jetzt was zu keschern herkriegen? Wächterreste. Ist nebenan noch was? Ich komme nicht dran. Kann der Wächter den darüber schmeißen? Probieren wir einfach mal aus. Wecke ihn. Was soll er tun, Herrin? Die hat aber auch einen Befehlston. Ich Immer weiß nicht rum. einmal, wo ich ansetzen sollte. Habt Das ihr ihn nicht schon Monstrum. genug gequält? Er ist doch nur ein Monstrum, geschaffen, um blindlings zu kämpfen und zu töten. Ja, armer Abu. Der hat sogar einen Namen. Nur Felswand. Passiert da vielleicht noch mehr? Gebt auf, die Wand ist zu dick. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr, also ich habe gerade eine Errungenschaft erhalten. Weiß nicht, ob ihr das seht. Habt ihr ihn nicht schon genug ge- Er ist doch nur ein Okay. Monster. Ja, armer Abu. Dann schlaf weiter. Zurück. Also wir brauchen irgendwas, um zu keschern. Nur was. Ja, aber selbst wenn wir das Bein doch kriegen, so können wir jetzt vielleicht den einen da nochmal anquatschen, vielleicht lebt der ja noch. Für ihn kommt jede Hilfe zu Ach so, spät. der ist tot. Gut.
Ist das schwarzer Schleim in den Wänden? Oder Blut? Selbst nach 1000 Jahren neugierigen Beobachtens konnte ich das nicht herausfinden. Aber ich habe es liebevoll Phlegma getauft. Die Wände sind voll davon. So, Käferbein. Wie kriegen wir das Käferbein hoch? Ich glaube, ich beende an dieser Stelle einfach mal die Folge und wir suchen in der nächsten Folge dann weiter, wie wir uns mit dem Stab zusammen irgendwie einen Kescher zusammenzimmern können. Ja, ich würde mich über ein Like freuen und Kommentare natürlich auch und sag dann mal bis zur nächsten Folge. Tschüss!